das habe ich auch den Studenten immer gesagt, entscheidend ist, dass man ein Erlebnis verarbeiten kann, dass man betroffen ist und aus dieser Quelle sozusagen schöpft. Das Verkehrteste ist, in Kunstzeitschriften nachzugucken, wo muss ich heute lang arbeiten, damit ich irgendwie Erfolg habe. Das geht daneben. Also es muss ein innerer Impuls sein und natürlich sicher bestimmte Fähigkeiten, das, was man vielleicht Farbsensibilität nennt. Das ist für einen Maler natürlich unglaublich wichtig. Das ist das Hauptthema. Dann ist es egal, ob man realistisch ist oder abstrakt. Die Farbe steht im Zentrum. Ich hatte ja ursprünglich mal die blöde Vorstellung, ein definitives Bild zu malen. Irgendwann, wenn ich wirklich alles beieinander hätte, nicht meine Vorstellungen so verdichtet hätte, dass ich dann alles in ein Bild reinpacken könnte. Und ich denke, dass ich in die Nähe dieser Vorstellung gekommen bin, mit drei Bildern. Das ist dieses, das ist das und dieses Strandbild da, diese vier Leute da. Also mit drei Bildern bilde ich mir ein, mit drei Bildern bin ich da so ein bisschen in die Nähe gekommen von dieser Vorstellung. Und die anderen Bilder sind eigentlich nur für mich immer so Vorbereitungen dafür. Ah, das ist der Strand. Das ist dieses hier. Ja. Dieses, das und das. Das sind so meine, also wenn ich jetzt abkratzen würde, würde ich sagen, das ist meine definitive Botschaft. In Wirklichkeit von der Fotografie zur bildenden Kunst gekommen. Und zwar deswegen, weil die Fotografie sehr vieles kann, heutzutage besonders, aber eben nicht alles. Im Gegensatz dazu kann die bildende Kunst alles. Sie kann Dinge stilisieren, sie lässt jede Zufälligkeit weg. Ich kann genau das machen, was mir vor Augen schwebt. Die Kunst kann uns darüber hinaus bei klarstem Bewusstsein in einen Zustand der Ewigkeit versetzen. Sie kann uns sogar einen Vorschein des Paradieses zeigen. Sie kann kurzum zaubern und uns glücklich machen.